So, Leute, der Rubbelkai ist erst unterwegs. Und zwar eben nirgendwo in Steindorf. Yay! Und zwar Wasserfälle. Seht ihr sie? Da ist was, da ist was. Darunter geht der Weg. Wir werden wie ein Hobbit darunter schleichen jetzt. Bin ein bisschen außer Booster. Also falls ich nicht reden kann, liegt es wohl daran. Oder falls ihr mich nicht hört, das liegt vielleicht am Wasserfall. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir gehen dann natürlich jetzt ein bisschen runter. Mal gucken, was wir da noch alles finden. Begehung auf eigene Gefahr hieß es. Na dann, bei dem Weg kein Wunder. Da kannst du leicht einen Knochen brechen. Vermute ich mal. Wenn du einen Schritt falsch machst und herfällst. Da unten könnte es interessant werden. Hier am Wasserfall. Wisst ihr schon, was man da kann finden? Gold. Ich meine, ich habe jetzt keine Pfanne mit. Das heißt, wir werden ein bisschen so im Wasser buddeln. Vielleicht finden wir ja was. Kleinen Split oder so. Wir müssen da noch, wir können da nicht querfeldein, wir müssen da den Weg folgen. Leider. Nun denn, ist gar nicht mal so einfach hierher zu spazieren. Eine halbe Stunde gehst du, naja, vielleicht gar nicht einmal. Ich bin ziemlich schnell gegangen, deswegen auch ziemlich schnell aus der Puste. Ja, ziemlich schnell. Ich bin jetzt gerade nicht unbedingt in bester Form, eher in der Corona-Fettfressform. Aber ich bin da. Jetzt willst du mehr. Nun denn. Und ich bin Mutterseelen allein. Da guckst du mal da runter. Oder da hoch. Schon genial. Da können wir ein bisschen näher ranzoomen. Das ist schon schön. Guckt euch das an. Da fließt so schön runter. Ne? Geil, ne? Und das gleiche Schauspiel da vorne, da schaue ich nämlich auch. Guckt euch das an. Mega. Einfach nur mega. So, gehen wir wieder zurück auf Standardposition. Wir spazieren hier nochmal den Hobbitweg da weiter runter. Vielleicht finden wir ja Gollum. Der seinen Ring beschützt oder so. Oder hier ist Mauk. Wer weiß das schon? Verdammt, hier ist es aber nicht gut. Also wenn hier klitschig ist, jetzt wird es gefährlich. Das ist ziemlich eine feuchte Gegend. Ja. Wenn du da herfällst. Uiuiuiui. Wie gesagt, wir treten auf eigene Gefahr. Aber schon Naturschauspiel hier. Guckt euch euch an. Schönes Plätzchen. Schönes Plätzchen. Hier ist unser Wasserfall. Und da drüben muss ich unbedingt mit seiner Goldwaschkanne her. Beim nächsten Mal werde ich einen Rucksack mitnehmen. Weiß nicht, ob ich da wirklich was buddeln, was finden werde. Aber hier wäscht halt sehr viel runter. Das ist alles Schiefergestein, was ich weiß. Muss nicht sein, zwangsläufig, dass hier Gold gibt. Aber es ist eine schöne. Guckt euch das an. Es ist wunderschön hier. Da ist noch ein bisschen Hobbitweg, da gehen wir da runter. Da drüben sieht man gleich vom Wasserfall. Ich weiß nicht, wie oft hier Leute sind, eher selten. Ich glaube, war schon lange keiner mehr da. Oder halt selten. Wow, 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 wow. Schön. Was haben wir denn hier alles für Gestein? Das ist aber Quarz. Das ist eindeutig Quarz. Also könnte theoretisch schon was hier sein. Theoretisch. So, gucken wir mal. Ob ich den zerschlagen bekomme, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Solche runden Dinger sind immer so. Mal gucken. Ist hier irgendwas? Mal selber schauen. Licht ist hier viel nicht, also glitzeln musste schon mit. Also ich muss auf jeden Fall mit Gummistiefel hier raus. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt so reinspazieren. Aber guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist doch schön. So, wobei können wir denn da rein? Hier gibt es auf jeden Fall Quarzgestein, das sieht man hier. Und da. Überall.
schön viel Wasser. Also, ja, Expedition, irgendwo soll es ja eine Höhle gehen. Ich habe keine Ahnung wo. Auf jeden Fall, wir könnten jetzt versuchen, ohne dass wir wirklich nass werden, darüber zu steigen. Ohne dass wir hinfallen, das wird eine Kunst. Ich hoffe, dass die Dinger halten ein bisschen was aus. Meine Schuhe sind nicht ganz so schnell durchnässt, obwohl das ist, glaube ich, ein Unterfangen, das werden wir nicht so schaffen. Vielleicht sollte ich aber erst darüber. Ja, ist, glaube ich, ein besserer Weg als das ganze nass drüber. Hier glitzern sehe ich nichts, nuggetmäßig, aber man weiß, Gold geht nach unten, war schwer. Vor allem meine größte Chance besteht da drüben. Also eigentlich schon mal eine gute Schürfstelle, würde ich sagen. Also sollte man irgendwas finden, da drüben wäre halt eine große Chance. Hier wird auch sehr viel Erdreich runtergespült, das ist halt auch höchstwahrscheinlich auch viel Gold. Ob man hier was findet, ich weiß nicht. So, das gesagte Glory Hole. Den Wasserfall entlang, das ist quasi unser Glory Hole. Und wir haben hier eigentlich auch genügend Wasser, um zu waschen. Und auch schöne Stellen, wo man sogar die Waschrinne aufstellen könnten. Cooler Fundort, muss ich mir merken. Und hier ist man auch ziemlich alleine. Das wiederum heißt, man kann halt auch die, ja, in Seelenruhe filmen. Gute alte Filmer. Ich habe keine Ahnung, was hier noch alles gibt. Darunter geht es auch noch weiter. Hier ist der zweite Wasserfall. Gibt es hier auch ein Glory Hole? Da drüben, glaube ich. Ich meine, der bricht hier ziemlich viel. Der Wasserfall. Aber, dennoch, dort drüben, könnte man fast mal hinschauen, ob wir was finden. Hier ist halt sehr schroffes Gestein, hier wird dick sein, aber hier zum Beispiel. Hier in diesem Stickig an irgendwas. Wenn Nuggets sind, dann da drin. Und das zweite Glory Hole. Da drüben können wir auch noch schauen. Und da unten. Da wäre das nächste. Ob wir da hin wollen, ich weiß nicht. Aber guckt euch das an. Hui! So, wie komme ich hier unbeschadet wieder raus? Gar nicht. Gleich tot. Er lebt mit live, wie der Robbekaiser stirbt. Ja. So, lala. So. Darunter wird lustig. Ich meine, wir könnten hier lang. Mit Gummistiefel geht das, ja. Dann muss ich halt ohne Kamera oder halt einpacken die Kamera. Dann kann ich da runter und darunter nochmal gucken. Ob wir da unten was finden. Das ist quasi unser Wasserfallweg. Schon interessant. Wird auch nie mehr so oft besucht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kennen sie es schon alle. Hier geschürft hat wahrscheinlich noch selten wer. Oder schon lang nicht mehr. Selten eher. Schon lang noch wahrscheinlicher. Goldzeiten sind schon, glaube ich, seit 80 Jahren vorbei. In 80 Jahren kann sich schon mal neue Sachen anschürfen, würde ich mal sagen. Ob es 80 Jahre oder 50 oder 60 Jahre ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist eine lange Zeit. Da könnten schon einige Flakes sein da drüben. Ob wir mal Nuggets finden, ist reine Glückssache. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es ein gutes Fleckchen ist. Die Frage ist hier, wo ist die Höhle? Muss ich nicht mal fragen. Den Wasserfall habe ich gefunden. Hier geht die Schlucht natürlich weiter runter. Wollen wir da runtersteigen? Dann haben wir jetzt 9 Minuten. Wir könnten eigentlich versuchen, da runterzusteigen, ohne zu sterben. Oder? Könnten. Wollen wir es machen? Ich weiß nicht. Muss mal gucken. Also hier komme ich ziemlich unbeschadet hin. Da auch. Wollen wir wieder da hochkommen? Bin gerade nicht so in der Form. Sonst würde ich sagen, ja, easy. Aber hier müsste ich mich hochziehen oder hochkratzeln. Und wie wir von da weiterkommen. Ich meine, wir könnten da rüber und dann darüber und dann, da wären wir auf jeden Fall nass. So, ich glaube, irgendwann hat das Video aufgehört zu stoppen bei 10 Minuten. Ja,
ist halt so. Auf jeden Fall, hier unten, wollte ich sagen, hier unten kommt man runter, also von hier bis da, da drüber. Mich würde schon interessieren, wie man da runterkommt. Man könnte natürlich versuchen, von der Wasserseite heraufzugehen. Weil hier runterzugehen ist schon ziemlich, ja, gefährlich würde ich jetzt nicht sagen, aber ziemlich schmerzhaft könnte es schon enden. Mit Schürfwunden und Platzwunden und etc. Ob man das wollen, weiß ich nicht. Verletzungen sind nicht so gut. Aber es ist ein schönes Eckchen. Die Frage ist hier, wo ist die verdammte Höhle? Muss ich nochmal fragen. Den Wasserfall habe ich gefunden. Und mit dieser wunderschönen Erkenntnis des wunderschönen Wasserfalls, den müssen wir nochmal von näher betrachten. Von näher. So, gehen wir nochmal da hoch. Das da rüber. Lolala. Und da rauf. Da rüber. Und hierher. Schön, ne? Hier sind, glaube ich, irgendwelche Fruchtsammlungen. Da drüben erwartet hier das meiste, wenn was gibt. Hier können wir nochmal hier. So. Ist doch schön, ne? Ob man von sowas auch irgendwas finden würden, weiß ich nicht. Aber guckt euch das an. Nochmal schön die Nahaufnahme. Oh, wie frisch hier ist. Man glaubt es gar nicht. Ah, schön, ne? Das ist schön, schön. Und da reinzoomen und da hoch. Da kommt alles runter, die ganze Flöre. Ich meine, so ungefährlich ist es hier nicht. Hier kann hier ein Stein runterrutschen, wo ich jetzt gehe. Das sollte man nicht vergessen. Schön steil darunter und der. Wenn der Stein fällt. Oh. Ich glaube nicht, dass die Dinger von hier selber herkommen. Also diese hier. Also wenn der mir auf den Kopf fällt, bin ich tot. Ich meine, da drüben nahe dran sollte nichts sein, wo ich jetzt stehe. Ich bin nicht gefahren, tot. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen hier einen kleinen Schritt weiter. Ich glaube, bis da rüber könnten die Dinger scheiß fliegen. Weiter glaube ich auch nicht. Vor allem eher hier. Der große Steinbruch, würde ich sagen. Ich könnte jetzt hier rüber oder da rüber oder... Ach, Benno. Alles so nass. Und ich kein Schuhwerk. Eigentlich wollte ich eine Höhle besichtigen und keinen Wasserfall. Ich habe ihn gefunden. Mit Wasserfall. Die Höhle vielleicht später. Moment, ich würde sagen, in 30 Minuten reisen wir, suchen uns eine Höhle. Irgendwo. Auf jeden Fall muss ich wieder zurück, den ganzen Berg da hoch. Diesen Hobbitweg. Diesen Hobbitweg. Naja, bis zum nächsten Mal. Europa ist raus. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Um weitere Expeditionen nicht zu verpassen, wo wir am besten Goldschürfpunkte finden. Moment, los geht's.